Bereit? 3, 2, 1. Ah, ich mag das Spiel. Oh wei. So. Test, Test, Test. Bin ich noch zu hören? Ein Mann kuschelt eine Katze. Oh, das ist schön. Wenn ich nicht zu hören bin, sagt mir, ihr habt ja schon mitbekommen, mein Mikrofon hat so ein paar Probleme heute. Man hört mich, ne? Ein Mann? Wieso nicht eine Frau? Hä? Was ist das denn hier? Ein Mann kuschelt eine Katze. Ich kann keinen Mann malen, ich kann keine Katze malen. Wir machen so. Wir malen erst die bescheuerte Katze. Wir malen erst die bescheuerte Katze. So, erstmal den Kopf. So. Die Katze hat... Nee, grau ist nicht gut. Wir bleiben mal schwarz. Ihr sollt da oben gucken. Das werdet ihr schon sehen. So. Die soll sich ja freuen, die Katzi. So, okay. So, Katzi ist da. So. Ja, das ist Katzi. Das ist Katzi. Und wir müssen die jetzt erstmal malen. Wir malen die so. Das ist natürlich doof, dass ich die jetzt schon gemalt habe. Ist egal. Versteht ihr, was ich meine, was ich da malen möchte? Erkennt man das? Erkennt ihr das? Also ich versuche das jetzt so zu malen, dass das eine Katze ist, die liegt, eingerollt. Kann man das erkennen? Ich will's hoffen. Nee, pass auf, ich hab was falsch gemalt. Okay. Wir kriegen das doch noch hin. Pass auf. Ah. Das ist okay. Ich glaube, das kann man so lassen. Guck, weil die. In meinem. Das, was da oben drin ist, Hirn, ist nämlich der Mann, der kuschelt ja mit der. Und den letzten, den machen wir jetzt so. So. Pass auf. Das ist streicheln, das ist nicht kuscheln, ne? Das ist streicheln, das ist nicht kuscheln, ne? Kuscheln ist ja eher sich anschmiegen. Wie mal ich? Da ist schon einer fertig. Ach Mann. Na, der trägt auch die Katze dann, ne? Okay, pass auf. Oh. Ich versuche mal was, Leute. Ich bin ganz, ganz ehrlich, ich kann das nicht.
Ich gebe mir gerade irgendwie ein bisschen Mühe. Ich kann sowas echt nicht, Leute. Das ist mir gerade too much. Ich wette mit einer andere. Grün nicht. Welche Farbe darf ich denn für eine. So. 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 Ja, der soll ja kuscheln, ne? Der liegt jetzt. Der liegt jetzt. Oh, das wird nicht. Oh nein! Oh nein, bitte nicht! Oh nein, nicht jetzt. Ich bin noch nicht fertig. Oh nein! Der darf keine Glatze haben. Ich will keinen Glatzenmann. Das ist so hier so. So. Oh Gott. Aber ist doch schön, oder? Ist doch gut, oder? Ich finde das. Oh, wow! Wutz! Wie heißt der Planet nochmal mit dem Kreis um drum? Helf mir mal schnell. Hi, sitzt auf, wie heißt der? Ist das der Neptun? Saturn, ne? Saturn. Upsala. Saturn. Auf. Oh nein. Ey, so kann ich gar nicht. Ich wollte eigentlich Schokoladen-Saturn schreiben. Amitai. Wie sieht Amitaya aus? Amitaya bringt abends Geschenke ins. Ich hasse das. So. Wie macht man das, Leute? Wie sieht Amitaya denn aus? Kann mir mal ganz kurz jemand helfen? Weiß jemand, wie Amitaya aussieht? Ins Krankenhaus? Bringt abends Geschenke ins Krankenhaus? Das wäre schön. Das wäre eine tolle Sache, wenn die das wirklich macht. Wenn die Amitaya das wirklich macht. Okay. Boah, ich kann die nicht arbeiten. Amitaya kann ich nicht malen. Wir malen das einfach so, wie wir es jetzt kommt. Das abends, okay, man kennt das einfach abends, dass es abends ist. Pass auf, ich mach mal ganz kurz von mir jetzt noch ein Fenster dazu, so. 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 Und so. Okay, es ist abends. Jetzt malen wir. Okay. What the freaky hell? Wie sieht denn Amitaya denn aus? Keine Ahnung. So. Amitaya, was? Amitaya? Ein türkisen Zopf.
Ich habe kein Türkis hier. Kann man Türkis, kann man? Kann man Farben ändern, Leute? Ach, hier. Und das ist aber durchsichtig. Okay, dann muss ich das wieder so machen, so. Okay. Kurze Haare. Ah. Ihr macht mich wild hier. Macht mich wild. Ich muss schnell malen. Die sind, oh, sind schon drei fertig. Nee, wir müssen uns jetzt beeilen. Echt. Wir müssen uns echt beeilen jetzt. Ganz schnell. Ist auch nicht mehr. Wir müssen schnell. Oh, wir müssen noch. Ach, das ist doof. Oh, jetzt werde ich wild hier. Jetzt werde ich wild. So, schnell. Wir müssen jetzt erstmal Geschenke malen. So. Fuck. Schrecklich. Nein. Wir müssen gleich was ändern. So. So. Was hat Amitaya für eine Augenfarbe, Leute? Amitaya für eine Augenfarbe, please, please help. Ich habe keine Ahnung, wie Amitaya aussieht. Woher soll ich das bitte auch wissen? So. So, wir machen jetzt auch hier so ein... Oh mein Gott, ist egal. Blau. Blaue Augen. Große blaue Augen hat sie. So, das ist die Amitaya. Die hat natürlich passend zu ihrer Haare, hat die auch so ein... Okay. Ah, jetzt geht's schon los. Amitaya bringt abends ins Krankenhaus. Also Amitaya bringt abends ins Krankenhaus Geschenke. Okay, passt das so? Wir können ja noch schnell noch ein zweites Geschenk machen. So. So. Zwei Geschenke. Das sind der Geschenk. Geschenk. Abends Geschenk ins... Ach, egal. Ich mach zwei. What? Was ist das hier? Ah. Bademeister rettet Döner aus dem Wasser. Das sehe ich. Ist das okay? Seht ihr das auch so? Kann man das so lassen? Das ist ein Bademeister. Der hat nämlich eine Flöte. Bademeister rettet Döner aus dem Wasser. Fertig. Ja, so welche Bilder sind immer gut. Die kann man auch gut malen. Dwayne Johnson. Okay. Eine Insel in den Bergen. Krieg ich hin. Ist gar nicht so schlimm. Pass auf. Ich bin der ganz große Heidi-Fan. Das wisst ihr, ja? Das krieg ich hin. Das krieg ich hin, ne? Wird schwer. Das wird schwer, du. Pass auf, das kommt noch. Jetzt kommt das Highlight nämlich. Pass auf, erstmal so.
Das ist... finde ich zu dunkel. So. Jetzt kommt das Highlight, weil jetzt kommt eine Insel in den Bergen. Pass auf. Jetzt kommt das Highlight. Jetzt kommt der See. Der Blumensee von Heidi. Und jetzt kommt nämlich die Insel. Jetzt kommt die Insel. Eine Insel mit zwei Bergen. Eine Insel mit zwei Bergen und einen tiefen blauen See. Mit, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. So, das ist eine Palme und das ist eine Insel und Fälsch. Aber wir machen jetzt noch die Berge. Wir malen natürlich jetzt noch die Berge im Hintergrund. Wir machen jetzt noch so ein bisschen, pass auf, wir tricksen das jetzt noch so ein bisschen schöner. So, pass auf. So. Oi, hör mal, ganz ehrlich, ich würde ja schon mal da sein, ne? Ich würde da sofort bleiben. Ich wäre sofort dabei. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ich finde das gerade richtig gut. La 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 la. Oba, oba. Okay. Aber nur weil ihr es seid. Nee, pass auf, das ist nicht doof aus. So. Nur weil ihr es seid. Nur weil ihr seid, sind wir hier in den Alpen. Zack. Zack. Fertig. Wir können direkt loslegen, ne? Sind wir fertig? So, eine Insel in den Bergen. Fertig. Das, aber nur weil ich großer Heidi-Fan bin. Die mir bei Twitter folgen, die wissen Bescheid. Ich habe heute... Gestern habe ich eine Frage gestellt an alle da draußen, was eure Lieblingsalten Serien sind von, nicht alten Serien, die Serien eure, of all times, eure Lieblingsserien. Dankeschön, Nico. Dankeschön an alle. Siehste, ich finde das auch schön. Ich finde meine Insel übrigens voll hübsch. Ha, wir machen den Stress den anderen. Ein Dexonet, ein Monet. Sollte Map-Designer werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, abseits von dem Quatsch, den ich jetzt gerade gemalt habe, ich habe oft ganz viele Maps schon gedesignt. Habe ich ja schon öfters erzählt. Von, Voldan! Oh, ich muss. Shamrock 1000. Was steht da? Ein Dex? Was steht da? Oh Gott. Helf mir mal. Dex mit grüner Tasse. Was? Kaka? Kaka und Kuh? Trink. Oh, warte. Trinkt. Kuh. Du. Das ist das Schlimmste. Ich habe schon öfters Karten designt. Einmal für Companies of Heroes, eine komplette Karte von Companies of Heroes, eine Karte von Battlefield 1942, sehr, sehr viele Karten für Command & Conquer. Blauer Vogel spielt Elefantenfußball auf dem Nintendo. Okay, das kriege ich hin. Ach,
Das kriege ich hin. Kakao oder was? Blauer Vogel. Wir machen erstmal den blauen Vogel. Wir haben schon. Ihr kennt ja meinen blauen Vogel, den mache ich ja immer so. Das ist mein blauer Vogel. Das ist mein blauer Vogel. So, fertig. Den meine ich ja immer so. So, blau. Blau. Blauer Vogel, fertig. Der kriegt von mir jetzt noch Entenbeine. Der ist. Ja. Ne, den lassen wir stehen. So. So, da steht er. Der, wenn man Nintendo zockt, also jeder Zocker, die haben ja so Augen. So. Das ist so. Da brauchst du gar nichts. Du brauchst jetzt nicht. Das stimmt gar nicht. Ich hab gar nicht so Augen. Doch, hast du. Du hast genau diese Augen. Pass auf. So, der stiert nämlich auf dem Fernseher. Der muss nämlich jetzt den Nintendo spielen. Aber erstmal machen wir den. Blauer Vogel spielt Elefantenfußball. Oh, nee. Nee. Ach, Scheiße. Okay, wir machen das. Wir machen das so. Ja, so. Dann machen wir es so. Okay. So. Jetzt muss ich Elefantenfußball malen. Fuck, das ist doch kein Fußball, das ist Grotte. Ist Fußball jetzt, so. Ist er Fußball? Ja, so. So mehr oder weniger. So, jetzt mach ich schnell einen Elefanten. Oh Gott, ich kann keinen Elefanten malen. Oh, lass mich überlegen. Benjamin Blümchen, wie warst du nochmal? Ja, der will ja jetzt kicken. Das ist ja das Problem. Der kickt ja jetzt. Das siehst du doch. Braucht gar nicht zu schreiben. Ich sehe schon, was ihr schreibt. Ihr seid also wieder böse zu mir. So, pass auf. Das ist nämlich Elefantenfußball. Pam, pam. Oh nein. Ich muss gucken, dass sonst. Pam. So. Okay, jetzt habe ich den scheiß Fernseher genauso grau gemalt. Also egal, ich mache den mal so. So. Ist gut? Ich find's auch gut, ne? So. Das ist Elefanto. Oh, ich finde die voll schön. So, Elefanten mag ich. So. Der guckt hier so doof aus der Wäsche. Mit so kleinen Äugchen. Guckt auf den Ball. Nein, der guckt nicht nur oben. Der muss auf den Ball gucken. So. So. Alles klar. Okay, das war's. Und jetzt müssen wir schnell Nintendo malen. Heute alles mausgrau, ne? Ich muss mal ganz kurz. Shit. Oh nein. Ach nee. Nein. Ah! Das war schwer. Das war viel zu viel. Oh Mist.
wenn man Nintendo erkennt, wenn man den Joypad, den Controller erkennt, Elefantenfußball habe ich ja hinbekommen, blaue Vogel habe ich hinbekommen, ist eigentlich okay. Oh Gott, ich muss das beschreiben. Was ist Death Man? Was ist ein Death Man? Help me, bitte. Ich weiß nicht, was ein Death Man ist. Help me, please. Was ist ein Death Man? Ein toter Mann. Ach so. Death Man, der Mondbär. Ich habe keine Ahnung. Was ist ein Mondbär? Help! Was ist ein Desmond? Was ist Desmond und der Mondbär? Was ist das? Keine Ahnung. Ihr müsst mir schnell helfen, sonst kann ich hier nicht mehr malen. Das ist Desmond. Wer ist Desmond? Ist sein Name. Oh Gott. Ja, mach das jetzt einfach. Ich glaube, das ist so, oder? Ja, weiß nicht. Ich weiß, ich kann doch nicht mal einen Teddybär malen, das ist das Problem. Ihr wisst ja, meine Teddybären, die ich immer male, die sehen ja aus. Teddybär. Ich kann keine Teddybären malen. Das ist eine Diddlemaus. Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich hier gerade tue. Aber macht euch nichts draus. Das ist eigentlich bei mir öfters so. Ich versuche mal was. Bin mir nicht so sicher, ob das so gelingt, wie ich das möchte. Das ist jetzt mein kleiner Teddybär. Der sitzt nämlich jetzt gerade auf dem Mond. Das ist der Teddybär. Der hat nämlich wunderschöne kleine blaue Augen. So, das ist der Teddybär. So, Teddybär. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was ist Desmond? Desmond, der Mondbär. Was ist Desmond? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Desmond. Oh, Desmond. Grau? Die Augen sind gruselig, findest du? Okay. Dann... So? Wollte sie so haben? Hm.
So vielleicht? So? Ich, keine Ahnung. Todesmann, wer ist der Todesmann? Mondbär, Todesmann. So, jetzt mache ich den Todesmann. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer der Todesmann ist. So, hier. Ich habe keine Ahnung. Jetzt lass mich in Ruhe. Ich will gar nicht mehr mit euch reden. Das ist der Todesmann. So, Deathman ist auch dabei. Das ist Todesmann. Todesmann ist auch dabei. So, ich gehe mal wieder zurück. So, das ist Todesmann. Okay, jetzt gebe ich dem noch einen schönen. Oh fuck. Ach fuck, ich hasse das so. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Ich, keine Ahnung, ich, keine Ahnung, Leute. Ich wusste es nicht. Das ging aber schnell. Die Leute schreiben Sachen, die ich nie gehört habe. Ich habe keinen Plan, was ich da tun soll. Okay. Ich weiß nicht. Seid ihr bereit? Ich habe mal wieder das Beste gemalt, was ich gekriegt habe. Also. Bin mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Ja. Wir fangen einfach mal an. Let's go. Kakao mit heißer Milch. Wow. Das kam, glaube ich, öfters. Wow, Dex, echt? Ja. Hast du von mir abgeguckt? Okay. Wieso? Wirst du sehen. Sekunde. Ich glaube, Dex war da nicht der Einzige. So, das habe ich bekommen. Okay, ich muss gerade mal Schokolade hier aufpulen, sorry. Oh, okay. Kakao mit heißer Milch. Ja, schön. Oh. What the hell? Hä? Wieso ist die heiße Milch in einem Reagenzglas? Kakao mit einer Dex-Märch-Kakaotasse und einer heißen Milch. Jetzt wird heiße Milch verkauft, Leute. Zappa, zappa. Vor allem. Jetzt möchtest du ein Lätzchen. Meine Tasse ist nicht grün. Meine Tasse ist weiß. Kostet weniger. Wer ist hier der Schwabe? Wer ist hier der Schwabe? Ich habe bisher noch keine farbigen Tassen gefunden bis jetzt. Nur weiß. Total bescheuert. Das ist, glaube ich, für die billiger. Es gibt... Die Pau weiß Bescheid, die kennt mich. Grüße an alle und danke für die Unterhaltung, Scholove 1000. Wolda, danke schön. Gehst du schon? Gehst du ins Bett? Bist du schon wieder raus? Danke für deine 1000 PCs. Dex trinkt einen milchigen Kakao. Einen milchigen Kakao. Na, nur wenn er ein bisschen weiß ist. Okay. Aber wie ist, Sandy, erklär mal bitte einen milchigen Kakao. Ja, das habe ich bekommen. Ich habe das ehrlich gesagt nicht als Kakao erkannt. Da so eine Kaffeebohne drauf ist. Ja, irgendwie ist das eine Kaffeebohne. Das ist eine Kaffeebohne, ja. Ja, eindeutig. Eine Kaffeebohne, eindeutig, ja. Wir wissen ab heute, dass DJ kein Kakao trinkt. Dex trinkt einen Becher Kaffee mit Milch. Ja. So. What the heck? Was macht die Kuh da? Warum ist das für die Milch? Und was hat die für großen Euter? Das ist eine sehr besondere Milchkuh. Ich möchte gerne wissen, wie kriege ich meine Hand wieder aus dem Henkel wieder raus? Der bleibt schade. Einfach, wir kaufen eine neue Hand.
Vor allem, das ist, glaube ich, einfach. Du streckst ja die Hand durch den Becher durch in den Henkel. Ja, das mache ich ja. Du, von ich habe leider keinen Becher hier, um das gerade auszuprobieren. Tut das nicht weh? Ich will das mal, kurz testen. Oh Gott. Ich krieg die sonst gar nicht mehr raus, so mal. Ja, geht doch voll easy. Dex trinkt kalten Kakao. Nein. Hallo? Hallo? Was soll das? Ich spiele das heute nicht mehr. Bei Dove ein Gedanke. Ja, aber echt, ne? Das erkennt man nicht, dass er kalt ist, ne? Aber vor allen Dingen ist das gleiche Bild. Es ist genau das gleiche. Das ist Copy and Paste. Steuerung C, Steuerung V. Dex trinkt Kakao mit Milch. Mit Milch. Mit Milch. Was da sonst? Da kam auch was komplett, also es kam auch, glaube ich, Kakao bei mir an, aber ja. Dex trinkt Kakao mit Milch. Ich habe gar nicht so oft mit Milch und Zeugs bekommen. Ach so, das habe ich bekommen. Bei mir scheißt die Kuh. Die Kuh scheißt. Ich wollte gerade sagen, ich möchte das nicht im Becher haben, aber gut. Genau, was ich jetzt musste das ja beschreiben. Dex mit grüner Tasse trinkt Kudon. Oh Mann. Ja, die Kuh kackt doch auf dem Bild. Ja, was hat die da in der Tasse zu tun? Heilige. Ich schieb drum herum. Nippel, ey. Komm, du hast die Klamotten durch. Jetzt sind wir wieder auf der richtigen Seite, aber. Hallo? Wo sieht man denn hier bei mir Nippels? Dextro hat Tasse mit heißem Kakao in Hand. Gut, dass die Nippels nicht mehr weiterkommen. AMD, Dankeschön. Das habe ich bekommen zum die Schluss. Die Männer kennen sowas nicht. Dextro hat Tasse mit heißem Kakao in der Hand. Ja. Siehst du? Da ist wieder Kaffee drin. Du siehst, Paul, du warst drauf. Doch richtig. Mit dem Kakao. Ah, du verstehst. Paul, lest mal den letzten Satz von der A1 AMD. Doch, heißt, lest das nochmal. Dextro hat Tasse mit Kakao in der Hand. Heiß. Ganz wichtig, ist es heiß. Und was du da oben schon nicht kalt. Heiß, richtig. Ja, weil das nämlich richtig ist. Das ist wie beim Kartoffelsalat. Den macht man mit Essig und Öl und Brühe. Der Kakao dampft. Heiß, Mann. So schnell wird keiner Kakao heiß. Ich bin mal gespannt, was dabei rausgekommen ist, ehrlich gesagt. Raffi in einem Halloween-Kostüm. Das hab ich nicht bekommen, weiß ich nichts von. Das ist wohl nicht angekommen. Ich weiß nichts von Raffi, ich weiß nichts von Halloween. Ja. Oh, voll süß. Ich wollte gerade sagen, dass ich... Also ich weiß was von einem Mädchen, aber... Und einem Geschenk, aber... Das ist doch, ich erkenne den doch. Das ist Harry Potter. Das wo ist doch die Farbe. Da fehlt die Narbe. Aber es ist doch die Farbe von Dings, ne? Von Hogwarts, oder? Nee. Nicht? Nein, das sieht irgendwie aus wie Kümpchen. Amitaya bringt abends Geschenk ins. What? Ah, okay. Das ist aber schnell schief gelaufen. Ich wusste jetzt nicht, wie man Amitaya malt und habe mir das vom Chat beschreiben lassen. So malt man Amitaya. Also hast du wirklich hellblaue Haare? Eine Türkis sollte es sein. War cool. Also Amitaya sollte so sein und nachts und Geschenk. Und ins weiß ich nicht, deswegen haben die alle gesagt, alle ins Krankenhaus vielleicht. Ja. Amitaya beschenkt das Rote Kreuz von der Utekai. Kompletter Blödsinn. Was? Wie kommst du denn darauf? Das ist doch ein Fenster, es ist Nacht. Utekai, das ist doch keine Fahne. Das hätte auch die Streit sein können mit dem Kreuz. Das ist einfach mal die Karte, die man für den Mond hat. Ja, man könnte sagen, von der Schweiz in die Utekai. Oh mein Gott. Zumindest kreativ. Die EU gehört. Türkei ist nicht EU-Mensch. Ja, aber Achtung. Jetzt bitte nicht. Der Türke, der draußen ist, wenn jetzt Kaya Jana zuguckt, bitte nicht beleidigt sein. Wenn die Türkei in die EU einsteigt, dann bleiben, glaube ich, nur noch diese Länder übrig. Dann sind die anderen raus. Dann sind, glaube ich, nur diese 4-5 Fahnen da. Ja, aber wie. Das ist aber echt hart, ey. EU und Türkei. Wie kommst du denn darauf? Voll geil.
Oh, voll die Nase. Wie heißen die nochmal, die Figuren? Oh, ist voll schön gemalt, Sandy. Schöne Taille, mein Gott. Wie heißen die nochmal, die Figuren? Mit dieser Nase. Da gab's einen Comic. Da gab's einen Comic mit diesen Nasen. Aber voll schön gemalt. Finde ich sehr gut gemacht. Find's Mädel gibt Geschenk ans Rote Kreuz. Okay. Ich wollte, ja. Krankenhaus oder Rote Kreuz ist ja eigentlich am Ende. Da kommt am Ende was komplett. Monchichi, genau. Die Monchichis haben so komische Knuddelnasen. Ja, jetzt wird's interessant dann. Das ist ein Kirchenkreuz. Wo ist der Rest vom Kreuz da oben? Ich war in Eile. Hast du schön gemalt. Ist im Geschenk, glaube ich. Blondes Mädchen bekommt Geschenk von DRK. DRK? Deutsches Rotes Kreuz. Achso, okay. Dankeschön. Ich habe gerade gedacht, das wäre irgendeine Krankenkasse oder sowas. Und am Ende sind wir wieder im Krankenhaus. Nein, das ist die AOK, Dix. Hier, sie wird überfahren. Und der Heck, hast du denn da gemacht? Naja, ein Auto von der DRK und ein Geschenk. Warum hat denn das Deutsche Rote Kreuz da so eine... Aus wie ein Sprengstoff, die... Das sieht aus wie so ein Briefumschlag. Da ist doch noch eine goldene Schleife. AMD und Malen, echt hart, ey. Nächstes, AMD. Also wenn du Sprengstoff verschenkst, nehme ich auch gerne was ab. Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer. Ach so, ich wusste es. Ich wusste es, aber es kam bei mir nicht an. Ich wusste, dass du das gemacht hast. Eine Insel mit zwei Bergen und dem tiefen, weiten Meer. Ich habe es auch die ganze Zeit gesungen. Ja. Mir hat es sich etwas umgedreht. Eine einsame Insel mit zwei Palmen umgeben von Bergen. Ja. Sorry. Warum? Was ist denn? Hast du wieder verkackt? Ja. That's not how it works. Okay. Ich glaube, das, was die Sandy beschreibt. Ich glaube, was die Sandy beschreibt, habe ich dann gemalt. Eine Insel in den Bergen. Eine Insel in den Bergen, das habe ich bekommen. Wie malt man eine Insel in den Bergen? Dann habe ich das gemalt. Ja, das habe ich bekommen. Oh, boah, das sieht voll schön aus. Finde ich auch. Ich wollte auch gerade sagen, da würdest du fort hinziehen, hör mal. Mega hübsch. Ich wollte gerade sagen, hat auf jeden Fall was. Eine einsame Insel in den Bergen. Perfekt. Ich freue mich immer, wenn der Nächste das genau errät, was es war. Sehr schön. Das ist diese typische einsame Insel, die man immer sieht, wenn Leute irgendwie stranden. Ja, ich war sofort in meinem Element. Heidi ist mein Ding. Berge. Unter Palmen. Miau, wo kommt die Katze her? Wo kommt die Katze jetzt her? Was ist das? Die wurde da ausgesetzt, oder was? Was ist das jetzt am Ende? Man könnte noch sagen, es ist ein Teller auf den... Okay, ich bin mal gespannt, was der DJ jetzt heraushaut. Katze auf einer Insel in einem See in den Bergen. Oh, okay. Ich hätte jetzt irgend so einen Teller gesehen irgendwie. Keine Ahnung. Oder so ein Portal oder sowas. Portal. Miau. Fische, jetzt kommen die Fische. Jetzt kommen die Fische zu. Aber jetzt ist die Insel in den Bergen noch da. Aber eine Insel und zwei, das ist so gut. Miau. Na so, jetzt hat die Katze wenigstens was zu essen. Na, wenn sie Wasser mag, ja. Wenn nicht, also, hat sie Pech. Als ich das gelesen habe, eine Insel in den Bergen, dann wusste ich sofort, dass es von AMD kam und habe das auch die ganze Zeit immer gesungen. Eine Insel. Ach ja. Mal gucken, was er hat. Bademeister isst einen Burger. Ach so. Ach so. Ah. Ah. Nom, nom, nom. Miau. Miau. Bademeister isst, während einer ertrinkt. Was ist das? Oh, wie heißt die Bademeister? Ich habe verstanden, während er ertrinkt. Ich dachte mir, wie zeichne ich das jetzt? Ja, dann weiß ich, dass ich... Ich habe deins bekommen. Dessen da ertrinkt. Da sieht er aber wirklich so aus in die Hände. So, hey, hey. Jetzt nicht, ich habe gerade Pause. Ja, der ist gerade ein Döner oder ein Burger. Ja, das habe ich bekommen. Hat jemand geschrieben, das ist Dwayne Johnson. Ich wusste auch nicht, wie ich einen Bademeister zeichnen sollte, deswegen die rote Pfeife. Ja, ich habe auch sofort erkannt, aber das ist kein Burger, das ist für mich... Döner? Er ist der Stadt, der er nur isst. Nicht, was er isst, ich habe ein Sandwich gemacht. Stimmt. Bademeister rettet Döner aus dem Wasser. Ja. Er hat
verdrängt, aber der Döner, der muss gerettet werden. Oh Mann. So, das hab ich bekommen. Spring vom Stuhl! La! Ich habe dich gerettet! Ist das ein Smiley oder ist das ein Schnäuzer? Der Mund. Achso. Jemand isst einen Döner nach dem Duschen. What? Wo siehst du denn da eine Dusche? Da hat er das nass. Ja, okay, das könnte man schon so interpretieren. Der ist nur feucht. Das ist normal, wenn man einen Döner isst. Der Döner ist auch feucht. What the heck? Was hab ich denn da im Kopf? Warum ist es auf einmal nix? Jemand isst einen Döner nach dem Duschen. Natürlich muss dieser jemand Dex sein. Jetzt überlege ich mir gerade, was erkennt man jetzt? Was erkennt denn Lucien jetzt da? Keine Ahnung, jetzt bestimmt schreibt die Lucien gerade, Dex wird feucht, wenn er Döner isst oder sowas. Dex das hat sich durch Sport seinen Döner verdient. Oh, ja, das ist gut. Lustig ist, die Nippel sind wieder aufgetaucht. Ja, hast du denn keine Nippel, wenn du nackt bist? Müssen wir mal zeigen. Ich komm kontrollieren. Nein, danke. Warum? Ich komm kontrollieren. Ich weiß, dass sie da sind, das reicht. Sicher? Guck lieber mal nach. Jetzt guckst du runter. Jetzt guckst du runter. Ja, sie sind noch da. Aufgucken. Live-Schaltung. Warum machen wir eigentlich keine Webcam für uns alle? Hallo, was ist das denn hier? Also ich hab hier eine. Ich hab auch eine. Ruffy hat dann nur die Socken an. Alles andere. Ich hab nur eine am Geschäftslaptop, genau. Aber das werde ich jetzt nicht einschalten. Also ich hab genug Socken in dieser Farbe, als dass ich mich damit bekleiden könnte, komplett. Ich könnte mir so richtig vorstellen, so Ruffy beim Livestream, und dann sagt dann einer, hast du wirklich die Socken an? Und dann macht sie dann einmal diesen hier und hebt die Füße so auf den Tisch, breitbeinig, und sagt, ja, nur die Socken. Darfst du doch nicht, Dex. Du darfst doch keine Füße bei Twitch zeigen. Ich wollte sagen, Twitch-Streamer haben doch gar keine Beine. Darf man nicht. Das ist ein Mythos. Nee, haben wir auch nicht. Ich habe ja auch keine Beine. Ich roll ja nur. Robo. So, DJ. Besoffene Ortifant und Osterrep, der spielen Fußball. Oh mein Gott. What the freaky? Besoffene Ortifant. Also ich kann jetzt schon sagen, wenn irgendjemand mein Bild bekommen hat, tut mir leid. Was ist mit dem Raptor da los? Was hat der da? Ein Osterraptor, ein Oster in der Hand. Warum hat der die Hand am Hals? Das ist so geil. Was ist das da? Was steht da vor? Bier? Ja, Bier. So warum Bier? Ah, besoffen. Okay, besoffen Ottifant. Also das mit dem Ottifanten-Sandy müssen wir noch lernen. Das Ottifanten-Malen, ich empfehle dir bei Twitter Otto Walkes zu followen. Das ist immer schön. Da kriegst du immer tolle Bilder. Drache spielt FIFA Elefanten Edition. Ach, das hab ich bekommen. What? Ich hab mein Bestes getan. Na, Drache? Ja, nee, eigentlich nicht, aber naja. Spielt FIFA Elefanten Edition. What the freaky hell. Kein Drachen bekommen. Ach, das ist... Was ist das? Das ist, glaube ich, gescheitert. Was ist das, Mann? Das ist ein Fernseher, ein Rechner und Controller und ein Drache. Soll das Feuer sein, oder was? Ja. Da ist ja die rote, besoffene Nase. Ich hätte mal einen auf die Nase bekommen. Ganz ehrlich, für mich sitzt da ein Kaktus vorm Rechner. Oh, du bist mein auch Gott. So ein Kaktus. Kaktus. Und an dem Kaktus ist ein roter Luftballon hingeblieben. Oh mein Gott. Aber wie der den PC perfekt malen kann, der Junge hier. Ja, ne? Da sieht man es wieder. Aber wenigstens auch die Elefanten. Ich muss ganz ehrlich sagen, so klein, wie sie geworden sind die voll gut geworden, die Elefanten. Man erkennt ja, das. Das war gar nicht so einfach. Das erkennt man so. Fußball und die Tore. Das erkennt man voll gut, AMD. Grüner Vogel spielt Elefanten FIFA auf PC mit Controller. Aber FIFA sind wir immer noch da. Also. Aber es war ursprünglich gar nicht gewollt. Was war eigentlich das besoffene Elefanten? Also war auch schwer. Voll nicht, das mit dem grünen Vogel, das ging irgendwie bei mir unter. Grüner Vogel, blauer Vogel. Oh ja, voll gut. 1-0. Voll die Agro-Elefanten, Mann. Ja,
Die liegen hinten, hallo. Da wäre ich auch böse. Voll süß. Blauer Vogel spielt Elefanten-Fußball auf in Nintendo. Das hab ich bekommen. Vielleicht, weil das aussieht wie ein alter Nintendo-Controller. Der Vogel sieht aber sehr geschockt aus. Nein, der hast du mal gesehen. Der ist sehr wenn, konzentriert. Der konzentrieren, wenn, sobald du dich konzentrierst, musst du mal merken, dann kommen die Augen aus deinen Augen. Deine Augen aus den Augenhöhlen raus. Augen aus den Augen. Danke für den Ratschlag. Ja, der Controller ist mit, ich habe es nicht mehr geschafft am Ende. Der Controller war das letzte, das habe ich noch schnell gekreist. Was denn? Mann, das ist Nintendo 64, das erkennt man sofort. Nintendo 64 sieht auch anders aus. Hallo? Der Nintendo 64 sieht so aus. Eigentlich nicht. Naja, so ähnlich. Hallo, das ist ein Nintendo 64. Leute, ist das ein Nintendo 64? Nein, es ist nicht ein Nintendo 64, hat drei so Festhalte-Nudeln. Festhalte-Nudeln? Ja, das ist entweder ein Super Nintendo. Nee. Auf Sizilien vielleicht, ja. Ich komm gleich wieder, Sekunde. Das lasse ich mir jetzt nicht, das gibt's gar nicht hier. Also ich kann's nicht sagen, mein Nintendo 64 war damals hell lila und durchsichtig. Ich google jetzt. Ja, Nintendo 64 hat nämlich drei so Schniedel. Der Controller vielleicht, ja. Ja. Oh. Ja, wie bereits gesagt, meine war halt nie hellgrau, die war hell lila und durchsichtig. Naja, kommt. Ja, guck. Jetzt stell dich mal nicht so an. Das ist der Nintendo 64 hier, so. Das ist, mein Stuhl macht gerade. Bei mir hast du irgendwie noch die Kamera nicht an. Ja, ich hab's jetzt hier an, hab sie wieder an. Das ist der Nintendo 64. Ist so ungefähr, so, ne? Guck doch mal. Ach so, die Konsole. Ich dachte, du meinst den Controller. Nee, den Controller habe ich am Ende nur noch kreisrund gemalt. Ich habe keine Zeit mehr gehabt. Der Controller ist bis heute unerreicht perfekt. Ja, kein okay. Besseren. Mann, ey. Okay, weiter. Musst du sie Blauer wieder Vogel spielt Planet Zoo auf Nintendo. Was? Planet Zoo? Es kommt bei Planet Zoo hast du einen Fußball. Als Spielzeug nämlich einen riesigen Fußball, das stimmt. Oh. Na gut, als Deko aber. Ja, als Spielzeug haben die das. Ach so, na gut. Ist nicht so meine Spielart Planet Zoo. Aber das ist kein Nintendo mehr. Doch, das ist ein Nintendo 3DS oder sowas, ne? Oder 3... Ach so, ja stimmt, ja, Nintendo DS, ja, das kann sein, ja. So, das haben wir alles geklärt. So, weiter geht's. Aber die blaue Vogel hat sich durchgesetzt, Osterraptor, ne? Also ich konnte nichts dafür, bei mir ging es ein bisschen schief, aber... Grün-Blau-Schwäche, wie es aussieht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Ruffy hat so ein paar Probleme mit Farben, ne? Der Vogel ist ausgeblichen, so. Oh, muss auch ein Mann kuscheln. Kuschelt eine Katze. Ja, das hab da ich bekommen. Da kam was komplett, Also, das kam, also... Ich hatte erst, bevor ich es mal zeige, ich hatte erst überlegt, den auf den Arm zu nehmen. Und dann heißt es, das heißt dann, der streichelt. Und dann sitzt er nur auf den Arm. Und dann habe ich dann das gemalt. Also ich sag nur, bei mir wird es pervers. Ja, ich habe keine Zeit mehr gehabt für die Füße. Egal. Also bei mir wurde das pervers mit der Katze. Komisch. Ich will hoffen, dass Handy das erkennt. Bitte, schreib kuscheln. Ich hab mir extra einen liegenden Fuzzi hier gemalt. Ein Junge und eine rote Katze kuscheln. Ja, rote Katze? Welche rote Katze? Das ist orange. Jetzt weiß ich. Aber sie kuscheln. Dankeschön, Sandy. Dankeschön. Das kam Dankeschön. Nicht unten an. Die kuscheln. Genau das wollte ich auch. Ich weiß nicht, rote Katze. Egal, ja, Hauptsache kuscheln. Orangene Katzen heißen rote Katze. Ja, das hab ich bekommen. Das habe ich falsch interpretiert. Was macht ihr da? Ganz dezent. Was macht ihr da? Jan! Die Katze will doch nur weg! Falsch interpretiert, glaube ich. Aber auch nicht zu falsch, keine Bange. Bitte nicht! Die arme Katze. Die kann monatelang nicht mehr sitzen. Oh nein! Jetzt kommt der Twitch-Bann. Ich muss es leider melden. Es tut mir leid. Junge. Wie bereits zum Glück habe ich das nicht zu falsch interpretiert. Man leckt an roter Katze und liebt es. Ja, das habe ich bekommen. Oh mein Gott. Nein, Waffi, das ist zwar leckt an der roten Katze. Ja, was soll ich denn sonst schreiben? Das ist aber noch mehr als das, was ihr gedacht habt. Ehrlich.
So. Alter Schwede, die Katze sieht auch so unglücklich aus. Die Katze ist so, darf ich jetzt gehen? Ich hier sagen. Die will auch so weg, kennt ihr, wenn ihr die Katzen festhaltet, die ziehen sich dann so halblang, immer ja. länger, weil sie weg wollen. Schlängeln sich so aus den Armen. Okay, was AMD kriegt das jetzt. Was ist das? Der Blick von der Katze, ist das dein Ernst? Schleck, 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 schleck. Ich dachte mir, ob ich das noch dazu machen soll, habe ich aber nicht gemacht. Wo soll er denn sonst lecken? Wo soll es denn am besten sein? Im Gesicht oder so? Am Ohr lecken. Oh, aber zum Glück hast du das bekommen, Raffi. Ich hätte da was ganz anderes gesehen. Ich weiß, deswegen. Ja, wenn du mal genau guckst, der Arm ist oben. Bein ist unten. Was ist denn der Strich in der Mitte? Das dieses Riesengerät. Nein, wir wollen das nicht weiter erläutern. Ich gehe wieder runter, okay. Schwarzer Mann hinter einem roten Fuchs. What? What? Das ist kein Fuchs. Das ist ein Fuchs. Nein, Fuchs hat weißen Bauch. Oh, und der schwarze Mann ist gruselig irgendwie. Aber der Fuchs ist süß. Der Fuchs ist schön, ja. Voll dick, aber egal. Das ist schon flauschig. Ist schwanger. Wenigstens geht's der Katze mittlerweile gut. Ist die schwanger? Das ist flauschig. Ja, Andy, wir haben die Katze gerettet. Jetzt hat die wurde ausgetauscht. Die Katze ist weg. Stickman bei der Fuchsmassage. Ja, das ist voll gut. Stickman. Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit diesem Bild beim Kuscheln. Dann kommt jetzt Stickman bei der Fuchsmassage. Oh, was Oil. Retter mit Öl. Was? Oil. Der Fuchs oder die der Fuchs sieht aber nicht gerade gut aus. Tot aus. Wird mariniert. Also ich habe mir so viel Mühe gegeben, dass man das erkennt. Und dann kommt das. Aus das kommt das. Das ist Katzenliebe hoch 5. Ja, das habe ich dann auch bekommen und musste hier weitermachen. Ist mal so, ich habe nur Lecken geschrieben. Ja. Das hätte noch schlimmer sein können. Wie willst du das malen? Ihr wisst schon, was ich übrigens als Thumbnail nutze. Ja. Oh mein Gott. Meine Herren. Mal gucken, was die Vinci wieder... Frierendelhai auf dem Saturn. Oh, ach so. Der Fror. Ach so. Ich glaube, ich habe dein Bild bekommen. Ja, das hast du super gemalt. Jetzt erkenne ich, dass der friert. Arme. Hai sitzt auf Saturn. Der friert aber jetzt nicht mehr. Das hast du voll gut bekommen. Wie hast du die Ringe so gut hinbekommen? Ja. Ja? Ja, so diese Ringtools halt rechts benutzt. Kann man die so schräg machen? Ja. Ja. Musst du nur an der Seite ansetzen und nach rechts oder beziehungsweise nach links ziehen. Okay, ja. Weiß ich gerade nicht. Das sieht gut aus. Hast gut hinbekommen. Da, guck mal. Ich glaube, das hatte ich. Das ist auch schön. Mal gucken, was AMD sagt. Wie so entstanden? Ein Hai auf den Saturnringen. Saturnringen. Okay, ist immer noch, ganz nah. Was? Ja, ich glaube, die Kompensation, das habe ich bekommen. Ja, doch. Wo kommt das Wasser her? Das Wasser kommt jetzt dazu. Weil jetzt stürzt nämlich das Saturn ab und die Welt geht unter, weil der große Tsunami kommt. Ich dachte, da habe ich nicht was dazu gezeichnet. Ein Hai springt aus dem Wasser und isst einen Planeten. Ja, das habe ich bekommen. Ja. Wer hat das Wasser dazu gebracht? Jan, Mensch! Wo ist zu... Jan, setzen. Fantasie ist okay. Zügel dich. Lucien, beschreib das noch heute ganz, ganz schön. Bestimmt ist Jan gar nicht Jan, sondern Amitaya mit dem zweiten Account. Aber vor allen Dingen, was habe ich gerade eben noch gesagt? Dass die Welt jetzt gleich untergeht? Und was ist? Ja, guck mal, die Weihe, der Hai frisst die Welt. Ja, aber das ist nicht die Erde, weil die Anordnung der Kontinente ist falsch. Ja, das ist nur ein Planet. Hai springt aus dem Wasser und will die Erde essen. Zack, Erde ist weg. Tot. Tot durch Hai. Aber die Frage ist, das kann schon mal gar nicht stimmen, weil in dem Weltraum ist sozusagen kein Wasser, also kann er die Erde nicht fressen. Naja, lassen wir das. Das weißt du doch gar nicht, Andy. Ich wollte sagen, im Weltall gibt es Wasser. Ja, aber ich meine jetzt kein Meer, wo ein Hai schwimmt. So. Wissenschaftlich nacherwiesen, dass Haie im Weltall Planeten essen.
Wollte gerade sagen, das muss Giraffe beim Fallschirmsprung. Ach, das ist jetzt. Ach, das ist genau, eine Giraffe, die rauskam. Also, das habe ich bekommen. Das war die, ja, ich habe es auch später noch gesehen. Oh, voll gut! Voll die Neigung des Körpers auch noch voll gut bekommen. Ja. Voll die Brille. Man könnte fast sagen, das wäre einer von den Minions. Giraffe beim Fallschirmspringen. Man hat es auf jeden Fall erkannt. Ja, ist auch gut. Das erkennt man auch. Mal gucken. Oh, jetzt kommt die an. Haltet euch fest. Nee, das ging noch weiter nach unten. Also. Giraffe beim Fallschirmspringen. Oh, oh. Gut. Voll gut. Die Giraffe wird von Aliens entführt. Ja, Giraffe frisst Erde. Nee. Giraffe beim Fallschirmspringen. Oh, voll gut. Alles voll durchgebracht. Oh, ich so, rein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man das noch erkennt. Ja, ich weiß nicht. Aber ganz ich habe genau, was dazu gebracht. Du bist derjenige, der den B-17-Bomber dazu gebracht hast. Das ist doch kein B-17-Bomber. Doch, ist das. Nee. Doch. Das ist kein B-17-Bomber. Das ist vielleicht eine B-2. Mann, Lama springt mit Fallschirm aus einem Flugzeug. Das ist doch keine Giraffe. Wo ist die denn Geld, Mann? Das ist ein Lama. Ja, so ein Greifhaken, ehrlich gesagt, das ist wie ein Fallschirm. Ja, denn irgendwo muss der doch halten. Am geilsten ist es, wo wir diskutieren, wie arm der sich rechtfertigt, wie Oh, wow! Das sieht aus wie ein Hund. Aber voll gut gemacht. Ja, schon. Aber voll süß. Schade. Also, eins. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bis zu einem D. 7 Leute haben es wirklich komplett identisch mit dem gleichen Satz rübergebracht. Und dann kam AMD. Ja, und dann kamst du mit deiner Erklärung. Ja, was soll ich? Das ist doch keine Giraffe, Mann, ey. Meinst du doch wenigstens gelb. Entschuldigung. Und am Ende springt doch ein Hund aus dem Flugzeug. Ja, aber immer noch falsch am Sprung. Okay, Sandy. Ein Eichhörnchen auf dem Mond. Oh Gott, ich weiß. Mir ist kein Eichhörnchen angekommen. Ja, ich habe auch irgendwie auf was anderes gemalt, weil ich hab's nicht verstanden. Ja, das habe ich bekommen. What ist das? Was? Mond habe ich Sonne, erkannt. Mond, ich dachte aber nicht, dass es ein Eichhörnchen ist. Du hast einen Mond erkannt? Ja. Das ist so Sonne, viel Mühe das gegeben, ist mit dem Weltall, das ist der Mond. So AMD hat sein Picasso gemalt. Das ist kein Eichhörnchen. Mach doch wenigstens einen Buschelschwanz. Wer auf dem Mond? Das ist der Scheiß, der bei mir ankommt. Warum habe ich da bitte schön eine Nuss hingemacht? Wo ist denn da eine Nuss? Wo ist deine Nuss? Da, das Kleine. Sieht aus wie seine Hand. Hund. Das Kleine. Oh hey, ich habe aber den Mond erkannt, AMD. Oh mein Gott. Oh, Minchi, das sieht ja aus wie fast. Wer sitzt auf dem Mond? Eine Sternschnuppe ist zu sehen. Oh ja, das ist doch schön. Oh, voll schön. Aber wieso erinnert mich das irgendwie an ein ASDF-Movie? Ja. Desmond, der Mondbär. Ja, die Sternschnuppe. Ja, der ist Desmond. Okay, alles klar. Was? Wer ist Desmond? Wer ist Mondbär? Von Dings, von ASDF-Movie. Was ist das? Das ist nur so eine kurze Heimblendung. Da kommt so Desmond, der Mondbär, und der steht da so viel wie nicht hergekommen. Ende. Och man, ich wusste nicht, wer das ist. Keine Ahnung. Für mich wär's. Und guck mal, Desmond kommt jetzt auch anders bei mir an. Ja, das war ich. Das sieht aus wie so ein Dämonenbär. Wie heißt das Spiel nochmal, wo man. Wie heißt das Spiel nochmal, was Horror-Game, wo man auf die Monitore gucken muss? Wo oh, Five Nights at Freddy's. Das sieht doch genauso aus. Guck mal, das Vieh. Ja, wie schon. Das ist so eklig. DHM in der Mondbär. Ja, ich dachte, der heißt Deathman. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste nicht, wer das ist. Und der Chat hat mir auch nicht geholfen. Jetzt habe ich dann einen Mondbär gemacht und Deathman. Käse, sind wir dann hier, wie hieß das Spiel nochmal? Slender oder Slenderman? Ja. Weil Slenderman hatte keine Sensor. Keine Ahnung. Der hat nur lange Arme. Ist der Deathman. Und der hat kein Gesicht. Ist Deathman. Für mich war das der. Den habe ich übrigens in den letzten
zwei Minuten noch schnell hingekritzelt. Und dann meinten sie alle, weg, schnell weg. Ja, Deathman. Keine Ahnung. Aus wie ein Sensenmann in der Burka. Das ist ein Sensenmann in der Burka. Okay, krass, ey. Okay. Was machen wir? Letzte Runde oder macht ihr keiner mehr mit? Nee, für mich ist Feierabend. Für mich auch. Ich war genug kreativ heute. Okay, ist auch, wie viel haben wir? 2 Uhr ist schon spät. Schon spät, Leute. Es war aber schön.